Moinsen, Freunde des Lichts. Heute mal aus dieser Location, aus meiner Küche. Nein, eigentlich habe ich den Spot heute für eine Foto-Session gehabt und hatte noch ein bisschen Zeit und da dachte ich, ich mache mal einen schnellen Update. Hat sich ein bisschen was getan. Erstens, ich werde ein paar mehr Videos auf Deutsch machen. Hatte ich schon mal mit den Analog-Film, Scan und Photoshop Videos gemacht und es gab halt nach der Serie mit Ben durchaus viele Fragen und Anfragen, aber eher so, mach doch mal was auf Deutsch. Deshalb probiere ich das mal. Ich mache das Video auch nochmal in Englisch. Aber so mal ein paar Infos zur aktuellen Lage. Es ist halt sehr viel los, deshalb komme ich jetzt auch gar nicht so oft dazu, Videos zu machen. Wie gesagt, jetzt habe ich gerade mal einen Moment Zeit, deshalb dachte ich, ich gebe euch mal einen Überblick, was neu ist und was alt ist. Zum Beispiel gibt es viele Anfragen, die sagen, Mensch, mach doch mal was zur Mamiya 645. Super, leider habe ich die gar nicht mehr, die habe ich nämlich verkauft. Und da fragen auch viele, warum. Es ist eine schöne Kamera, eigentlich, ich sage jetzt mal vom Preis-Leistungs-Verhältnis, die beste im Mittelformat analog, wie ich finde. Sie ist super variabel, hat gute Optionen, was die Linsen angeht und funktioniert auch eigentlich relativ zuverlässig. Aber A, hatte ich zu viele Kameras und B, war ich nicht ganz so zufrieden mit den Ergebnissen. Gerade mit dem 80-1.9, das ist ein schönes Objektiv und wenn man da mal was hinbekommt, dann ist das echt klasse. Aber viele Shots waren einfach nicht scharf genug. Und außerdem habe ich mir rein zufällig diese hier gekauft. Das ist die schöne Pentacon 6. Die habe ich, weil sie günstig war und weil ich es einfach mal probieren wollte. Und weil ich schon ein bisschen den Lichtschachtsucher vermisst habe bei meiner Mamiya. Und ich ehrlich gesagt die Kamera zu dem Preis bekommen habe, wo ich hätte einen Lichtschachtsucher für meine Mamiya kaufen hätte können. Klingt komisch, aber ist so. Und mit der, also zumindest werden alle Bilder scharf. Es ist ein schönes Teil, gutes Objektiv. Durch den Lichtschachtsucher, da hat man ja eine Lupe drin, findet man Schärfe viel einfacher und es macht irgendwie mehr Spaß und ist noch reduzierter. Und die funktioniert auch noch gut. 6x6 ist auch ein schönes Format. Also um mich ein bisschen auf die Kamera zu konzentrieren, habe ich einfach meine Mamiya verkauft. Weiterhin habe ich natürlich meine schöne EOS 50E, auch wenn viele sagen, dass die eigentlich fast schon zu modern ist für ein analoges Teil. Aber die macht echt schöne Fotos, gerade mit T-Max. Ich habe jetzt heute gerade mal 8 Fotos gemacht. Aber man muss ja bei analog, ne, nicht immer den Film voll machen. Aber ich finde die halt super schön. Es liegt gut in der Hand, ist halt eine große, richtige Spiegelreflex. Aber eben analog. Funktioniert super mit Canon-Objektiven oder in dem Fall Sigma 28 oder ich habe ja noch das 50-1.4 Sigma. Was ich an der nächsten Neuerung habe, die kleine Spielzeugkamera hier, das ist die Alpha 6300. Und jetzt sagen viele, Mensch, das ist aber eine digitale Kamera, warum machst du denn digitale Fotos? Ja, mei, ich mache halt Fotos, ne? Und mit der macht es aber auch super viel Spaß zu fotografieren und zu meiner Verteidigung, ich nutze ja auch alte Objektive. Hier mein Lieblingsobjektiv, das DDR-Objektiv, die DDR-Linse, Carl Zeiss, Flectacon 35-1, ne, ist kein 1.4, ist aber, sieht so aus, aber ist ein 2.4er nur. Aber durch diese Naheinstellgrenze von, ja, sag mal, knapp 20 cm und ein bisschen weniger, 15 cm durchaus, ist das richtig toll, das Teil. Also ich mag die super gern, auch an APS-C ist die super schön. Aber wie gesagt, mein Lieblingsobjektiv gerade ist wirklich das Sigma 50-1.4. Ich habe mein Zeiss 55 verkauft. Klar war das eine Nummer schärfer und nochmal ein Knacken, sag ich mal, schon die Zeiss-Magie. Aber mit dem Teil, Freunde, 1.4, schönes Ding. Auch wenn der Autofokus leider an der nicht funktioniert mit dem Comlight-Adapter. Aber ehrlich gesagt, mit dem Focus-Peaking, ich komme super zurecht und es macht auch fast nochmal eine Nummer mehr Spaß. Damit zu fotografieren, weil man dann schon so ein bisschen den analogen Feel reinbekommt in eine digitale Fotografie. Aber ansonsten, außer dass ich hier den Belichtungskompensationsmodus oder das Rad dafür mir echt fehlt, was ich bei der A7S immer hatte, ist die Kamera echt klasse. Super Teil, also auch ISO-Werte, kein Problem, schönes Ding. Ja, und dann habe ich hier noch zwei Spielzeuglinsen. Das ist das 30 Sigma und das 60er. Beides für die APS-C Alpha-Serie. Heute bei dem Shoot war ich nicht 100% von dem überzeugt, aber ich habe die gerade erst gestern bekommen, also einen Tag.
Das 30er war super langweilig, was aber eher an dem einer 2,8er Blende liegt. Ich weiß nicht warum. Nicht wirklich. Ich teste das nochmal aus bei meinen Street Art und Event Geschichten. Da funktioniert die vielleicht besser. Das 60er ging, aber ist eine etwas, naja, seltsame Brennweite, ehrlich gesagt. Ist ja dann im Endeffekt wie so ein 90er, also so ein mehr als 85. Da finde ich das 85er, was ich jetzt auf der A7S da habe, eigentlich schon schöner. Hat gar nicht gestört, dass es eine 2,8er Blende ist, aber ehrlich gesagt noch nicht so begeistert. Aber es sind ja auch nur Objektive, das habe ich für 100 Euro bei eBay gekriegt, das für 160 bei Amazon neu, das ist gebraucht. Weiß ich jetzt noch nicht, kann ich noch nicht genau sagen, aber natürlich okay. Das Einzige, was gut funktioniert, ist wirklich der Autofokus. Gesichtserkennung funktioniert echt klasse mit den Teilen und sie sind scharf. Und wenn ich das mal ranmache, es sieht halt auch schon wie so eine Spielzeugkamera aus damit, ne? Also es ist halt klein und fein, was manchmal ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Am Ende ist es eigentlich egal, wie eine Kamera aussieht. Hauptsache, sie macht gute Fotos. Ich mache mal gleich hier einen Autofokustest und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ihr seht schon, das ist eine ganz seltsame Brennweite. Ich mache mal das 60er drauf. Also das 60er geht, ne? Also wenn ich das hier nochmal in der Richtung mache, das kann man schon mal machen. Autofokus ist auch super schnell und präzise. Also ehrlich gesagt habe ich genau umgedreht gerechnet. Das 30er, da hätte ich mir mehr erwartet. Das war eigentlich die erste Geschichte, wo ich gedacht habe, das musst du dir auf jeden Fall zulegen. Weil ich auch schöne Fotos bei Flickr gesehen habe. Und dann habe ich hier das 60er einfach nochmal bestellt, weil ich dachte, naja gut, okay, probierst du das jetzt einfach auch nochmal mit. Und mir gefällt das jetzt fast eher besser als das 30er. Das soweit zum Update. Ich versuche mal so ein paar neue Videos in nächster Zeit zu machen. Eher auf Deutsch und vielleicht noch ein bisschen mehr Post-Production. Vielleicht auch mal einen Livestream auf meinem Facebook-Kanal. Den könnt ihr unten als Link finden. Da will ich mal mit dem Erdbeermädchen auf jeden Fall einen Livestream machen während eines Shootings. Mal so hinter den Kulissen, behind the scenes. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, und dann einfach so ein bisschen Stück für Stück hin und wieder mal in die analoge Geschichte reingucken. Gerade ein bisschen Pentacon 6, da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was euch erzählen. Und ich denke mal, dann kriegen wir das ganz gut hin. Also, stay tuned. Das war es erstmal für diese Folge. Einfach mal so ein kleines Update. Es kommen ein paar mehr Folgen demnächst, auf jeden Fall. Wie gesagt, Deutsch. Und ja, das war es eigentlich schon. In diesem Sinne, peace out und danke fürs Zugucken. Ciao.